Dieses Überholmanöver kann nur schiefgehen. Ein Highway im US-Bundesstaat Oregon. Ein LKW-Fahrer ist gerade dabei, einen anderen Truck zu überholen, fährt dazu ordnungsgemäß auf der linken Spur und gibt Gas. Er ist mit knapp 100 Kilometern die Stunde unterwegs, als von rechts plötzlich ein Wohnwagen angerauscht kommt. Statt hinter dem vor ihm fahrenden LKW zu bleiben, versucht der Fahrer des Wohnmobils noch die Spur zu wechseln und hat dabei offenbar vergessen, wie lang sein Fahrzeug tatsächlich ist. Es kommt, wie es kommen muss. Der hintere Teil des Wohnmobils kracht gegen den LKW. Der Fahrer verliert die Kontrolle. Das Wohnmobil wird bei dem Unfall komplett zerstört. Kaum zu glauben, aber die zwei Erwachsenen und drei Kinder, die damit unterwegs sind, werden bei dem Crash nur leicht verletzt. Der Fahrer des Wohnmobils muss jetzt eine Strafe wegen eines unrechtmäßigen Spurwechsels zahlen.